In den letzten Tagen habe ich mir auf YouTube sehr, sehr viele Videos angesehen, in denen gezeigt wurde, wie man Unterschränke baut. In diesen Videos wurde oftmals gezeigt, dass man keine Vollauszüge braucht und halt eben diese hölzernen Auszüge einfach mit einbaut. Im heutigen Video werde ich dir zeigen, warum das nicht günstiger ist und warum das nicht besser ist. Bleib also unbedingt am Video dran. Ich werde dir später eine genaue Kostenaufstellung geben. Da war ich selbst erstaunt. Und es gibt natürlich noch einen Vorteil von Vollauszügen. Da gehe ich später einmal drauf ein. Bleib also am Video dran. Wird spannend und das Ganze bereitet meiner Werkstatt sehr, sehr viel Ordnung. Wir verwenden für das heutige Projekt MDF. Und das können wir erstmal grob auf der Tischkreissäge zuschneiden. Für die heutigen Unterschränke wollte ich möglichst wenig verschiedene Dicken an MDF verwenden. Das bedeutet, ich habe mich bei dem heutigen Projekt auf 19 mm und auf 10 mm MDF beschränkt. Das hat einfach den Vorteil, dass die Schubladen nicht so hoch werden und man dadurch einfach mehr Platz in den einzelnen Schubkästen später hat. Vor dem Projekt habe ich natürlich einmal alles durchgeplant und da habe ich mir eine Schnittliste erzeugt, die mir alle Grobmaße und genauen Maße in einer Tabelle angibt. Das heißt, am Anfang ist immer der Grobzuschnitt. Das ist nicht der Grobzuschnitt, dass ich die Platte in der Mitte teile, sondern der Zuschnitt, dass ich alle Teile mit 2 cm Übermaß an der Formatkreissäge einmal zuschneide. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum schneidest du das grob vor? Du kannst doch direkt das Maß einstellen und schneidest das Ganze genau. Das ist leichter gesagt als getan, denn wenn man das Ganze bei so einer großen Platte direkt auf das richtige Maß zuschneiden möchte, kann es einfach zu ein paar Differenzen kommen, weil die Platte teilweise ein bisschen schräg liegt, das bei so einem großen Maß aber halt eben nicht auffällt. Das bedeutet, deswegen schneide ich das Ganze am Anfang immer mit 2 cm Zugabe zu, damit ich später, wenn die Teile ein bisschen handlicher sind, das Ganze einmal genau zuschneiden kann. Natürlich sagt man, okay, wenn man ein ganz genaues Maß wiederholgenau braucht, sollte man immer die ganzen Maße hintereinander schneiden mit der gleichen Einstellung. Mittlerweile vertraue ich mir selbst aber so weit und meiner Maschine halt eben auch, dass das Ganze später nach der Wiedereinstellung auch ziemlich genau gleich ist. Wir müssen hier auch dran denken, dass das Ganze MDF ist und keine Spanplatte. Das bedeutet, leichte Versätze kann man hier immer noch wegschleifen und das beeinträchtigt nicht die Genauigkeit der einzelnen Teile von dem Unterschrank. Wie gesagt, bei einer beschichteten Spanplatte wäre das anders. Da müsste es schon auf einen Millimeter genau sein. Nachdem ich alles fertig zugeschnitten habe, schnappe ich mir alle entsprechenden Teile und sortiere diese erstmal wieder auf der Formatkreissäge. Das ist einfach eine schöne Ablage, die ist hier direkt in der Nähe zur Werkbank und macht das Arbeiten ein gutes Stück einfacher. MDF hat ja so die Tücke, dass man das Ganze nicht so gut verschrauben kann. Normalerweise verwende ich hier immer Flachdübel, um das Ganze zu verbinden. Das dauert halt eben immer recht lange, weil man dann noch Zwingen ansetzen muss oder eine Schraube reindreht. Aber in dem heutigen Projekt habe ich mal was ganz Neues ausprobiert, weil ich mir erhofft habe, so das Projekt sehr, sehr schnell und einfach zusammensetzen zu können. Und zwar ist das ein Druckluftnagler. Leute, das hat richtig gut funktioniert. Ich habe 35er Nägel benutzt. Da muss man nur aufpassen, dass man nicht zu nah an den Kanten das Ganze vernagelt. Aber das macht das so einfach. Und wenn er das ein bisschen macht, seht ihr auch gleich noch im Video, und ein bisschen Übung bekommt, dann seid ihr richtig, richtig schnell. Hier ist es wichtig zu betonen, dass ihr auf jeden Fall Holzleim verwenden solltet. Die Nägel halten das Ganze nur so lange, bis der Holzleim ausgehärtet ist. Wenn der Holzleim trocken ist, ist das quasi so die stabile Verbindung zwischen den einzelnen Komponenten. Diese Stiftnägelchen, die bringen nur so den Druck auf die einzelnen Teile aus, damit halt eben das Ganze zusammengepresst wird und der Leim aushärten kann. Deswegen Holzleim und diese Stiftnägelchen, das ist eine sehr, sehr gute Kombination. Die Verbindung bis dato ist trotz Holzleim nicht so stabil. Die Stabilität kommt später über den Boden. Denn der Boden macht das Ganze auch rechtwinklig. Deswegen solltet ihr immer darauf achten, dass ihr die seitlichen Teile wirklich anhand von diesem Bodenstück ausrichtet. Dann wird eure Schublade später auch rechtwinklig. Wenn ihr das nicht beachtet, kann es später sein, dass eure Schublade mit dem einen Teil tiefer in dem Korpus drin ist und mit der anderen Seite raussteht. Das hatte ich selbst auch schon mal. Da solltet ihr darauf achten, dass es wirklich rechtwinklig ist. Mein Daumen ist auch immer recht nah an dem Druckluftnagler. Ich nutze meinen Daumen oder meinen Zeigefinger in dem Fall aber als Abstandshalter. Dann kann ich sehr, sehr schnell an der Seitenwand vorbei das Ganze nageln. Und ich nutze hier recht viele Nägel, weil es jetzt kein großer Kostenfaktor ist und ich mir gedacht habe, viel hilft in dem Fall wirklich viel. Ich habe es eben schon angesprochen, MDF ist auf keinen Fall zu vergleichen mit einer beschichteten Spanplatte. Da müssen die Kanten eigentlich ziemlich sauber sein. Bei MDF haben wir den Vorteil, dass wir diese ganzen leichten Versätze einfach mit einem groben 80er Schleifpapier bündig schleifen können und das Ganze dann direkt schon viel, viel wertiger aussieht. Vor allem, weil es auch hier für eine Werkstatt ist und nicht für einen Wohnbereich, ist das eine sehr, sehr gute Kombination. Mir war es in dem Fall wichtig, das Ganze so schnell wie möglich fertig zu bekommen. Das Ganze sollte aber halt auch eben schick aussehen. Deswegen habe ich mich in dem Fall auf die Sichtseiten begrenzt, die zu schleifen. Das bedeutet wirklich die Korpusaußenseiten,
die Kanten von dem Korpus, die sieht man später auch. Eine Sägekante sieht nicht so schick aus. Und bei den Schubladen habe ich auch wirklich nur die linke und die rechte Seite geschliffen und die Schnittkante oben. Die Kanten habe ich noch ein bisschen gebrochen mit dem Exzender, dass man sich damit schneiden kann. Das ist eine tolle Kombination. Alles, was man sieht, sieht schick aus. Alles andere sieht man sowieso nicht mehr. Das heißt, die Unterseite, die Vorderseite sieht man später nicht mehr, weil da sowieso eine Blende vorne dran kommt und die Unterseite. Also wenn da jemand drunter schaut, dann hat er eh andere Probleme, weil er offensichtlich gestürzt ist und dann die Schublade von unten sieht. Eben habe ich es angesprochen, jetzt kommen wir so langsam zu den Vollauszügen. Vollauszüge können manchmal verwirrend sein, wie man sie halt eben montiert, speziell, so finde ich es, wenn man das Ganze ohne entsprechendes Zeichnungsprogramm plant. Im Prinzip brauchen wir nur ein paar Punkte. Vollauszüge zu montieren ist sehr, sehr einfach. Wir müssen erstmal wissen, wie hoch ist unser Vollauszug und wie breit ist der. Das variiert von verschiedenen Herstellern minimal. Eure Schublade solltet ihr übrigens ungefähr 1 mm schmäler machen, als ihr halt eben als lichtes Maß in eurem Korpus gemessen habt. In meinem Zeichnungsprogramm habe ich mir hier meinen Vollauszug reingezeichnet. Was habe ich hier gemacht? Ich habe mir jetzt einfach das Maß von hier unten bis zu der Unterkante von dem Vollauszug rausgemessen und habe mir da einfach eine Leere gebaut, damit ich den Auszug im Korpus schon mal entsprechend montieren kann und halt eben auch richtig das Ganze distanzieren kann. Wir können jetzt einfach von der Oberkante mittig zu unserem Vollauszug das Ganze messen und können diese Linie später auf der Schubladenseite markieren und dann haben wir genau das gleiche Maß wie in unserer Planung. So mache ich das Ganze mittlerweile, geht sehr, sehr einfach. Diese drei Dinge braucht im Prinzip nur zu markieren und zu wissen. Ich persönlich nutze immer den Korpus als Referenzkante. Das bedeutet, meine Anschläge liegen immer an dem Korpus und nicht an dem Vollauszug. Selbst wenn ihr einen Scharnierbohrer benutzt, um das Ganze vorzubohren, kann es ab und zu sein, dass euer Vollauszug leicht schräg montiert wird. Wenn ihr dann zum Beispiel 6, 7, 8 Vollauszüge übereinander montiert, kann es halt eben sein, dass ihr dann irgendwann euren Vollauszug 2, 3, 4 mm schief montiert. Deswegen würde ich euch empfehlen, immer eure Distanzstücke an den Korpus zu legen. Ja, ihr braucht dann größere und mehr Distanzstücke, aber so habt ihr halt immer die Gewissheit, dass euer Abstand als Referenzpunkt immer gleich ist und ihr keine Fehler aufdoppelt, falls ihr den Vollauszug mal so ein bisschen schräg montiert. Vor diesem Video habe ich auch einmal einen Testkorpus gebaut, um zu prüfen, ob das alles so funktioniert. Da habe ich auch einmal die Zeit gemessen und war erstaunt, wie schnell ich tatsächlich mit den Arbeiten durch war, weil ich halt eben mit einem Plan gearbeitet habe und ich genau wusste, wo die einzelnen Komponenten hin müssen. Bis zu diesem Stand, das bedeutet diese drei Schubladen, die jetzt hier gerade reingeschoben werden, da habe ich 1,5 Stunden gebraucht. Das ist, finde ich, sehr, sehr schnell. Eigenwerbung an dieser Stelle. Als nächstes wird das Ganze nämlich mit dem Konterholz Universalöl geölt. Verlinkt das Ganze in der Videobeschreibung. Das Ganze ist jetzt recht neu im Onlineshop, also schaut gerne mal auf der Webseite vorbei. Ich verlinke euch aber noch was, und zwar ist es hier den D3 Weißleim. Den habe ich in diesem Projekt auch die ganze Zeit benutzt, wie in den letzten Jahren auch. Verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Ist jetzt langfristig günstiger im Onlineshop. Wäre also eine schöne Kombination, wenn ihr was Ähnliches nachbauen möchtet. An der Stelle können wir nämlich auch schon die Blenden einmal zuschneiden. Ich habe sie direkt geölt und nachdem ich sie geölt habe, konnte ich sie auch schon direkt montieren. Das ist nämlich auch das Schöne an diesem Konterholz Universalöl. Das stinkt nicht, das ist nicht selbstentzündlich und ihr könnt es halt eben direkt montieren. Gerade bei MDF zieht es sehr, sehr schnell ein. Ihr habt es ja auch hier schon gesehen, wie schnell das wirklich schon ins Material einzieht. Blenden habe ich übrigens sichtbar vernagelt. Ich kann mir vorstellen, dass viele in den Kommentaren jetzt aufschreien werden und sagen, das geht gar nicht, sichtbar vernageln, das sieht kacke aus. Da habe ich aber zwei Punkte, die ich in der letzten Zeit gelernt habe. Also zuallererst sieht man diese Stiftnägelchen tatsächlich in dem MDF so gut wie gar nicht. Das hat mich positiv überrascht. Ich habe mich aber genau über dieses Thema auch mal mit einem Tischlermeister unterhalten. Der hat gesagt, wenn es so zur letzten Kontrolle von irgendwie einem Korpus oder von einem Möbel geht, alles, was man bei 1 Meter Abstand nicht mehr sieht, ist okay. Gerade was die Abstände angeht, weil irgendwann sitzt man vor so einem Korpus und stellt diese Schubladen ein und dann wird man irgendwann wahnsinnig, weil man alles aus diesem Abstand sieht. Deswegen hat er gesagt, nein, wir schauen aus 1 Meter Abstand. Wenn das dann halt eben passt und halt eben keine Versätze oder Ähnliches sichtbar sind, dann ist das okay. Weil gerade wenn man es gebaut hat, weiß man, wenn irgendwo eine Kleinigkeit ist, die nicht auf ein Zehntel perfekt ist. Für die Schubladengriffe habe ich mir hier eine einfache Schablone hergestellt. Damit konnte ich das Ganze einfach ausrichten und die Bohrposition direkt bohren. Da müsst ihr nichts markieren, weil alle Markierungen müsst ihr später nochmal wegschleifen oder das Kreppband entfernen. Deswegen war es hier mit dieser Schablone sehr, sehr einfach. Jetzt kommen wir mal zum Anfang von diesem Video und da gehen wir mal so ein bisschen drauf ein, wie ich auf diese ganze Behauptung komme, dass es wesentlich günstiger ist, Vollauszüge trotzdem zu verbauen, aber dafür ein anderes Grundmaterial an Holz zu verwenden. Wenn ihr nämlich das Ganze plant, in Multiplex, so wie ich es gemacht habe, dafür auf die Vollauszüge verzichtet und die Schubkästen auf dem hölzernen Führungen laufen lässt, dann
ist es der Wahnsinn, welche Holzkosten hier anfallen. Denn bei diesem Projekt, was ich hier heute gebaut habe, hätte ich ohne Mehrwertsteuer ungefähr 600 Euro an Multiplex kaufen müssen, damit ich das Ganze halt eben realisieren kann. Das war mir persönlich auch so ein bisschen zu wild. Deswegen habe ich mal so ein bisschen rumüberlegt und habe gedacht, was habe ich in der Vergangenheit gebaut? Schauen wir uns mal den ältesten Schrank an, der aus der MDF ist. Wer kann sich hier dran noch erinnern? Das habe ich in meiner allerersten Werkstatt gebaut. MDF, grün lackiert. Und Vollauszüge, auch aus 10 mm MDF. Funktioniert bis heute wunderbar. Jetzt gehen wir mal rüber. Ich habe ja mal so einen Organisationskarren gebaut, der ist auch aus MDF. Da steht er. So sieht er im Moment aus. Da hat sich nichts gelöst. Das Ganze sieht immer noch schick aus, wie ich es finde. Und das ist eine sehr, sehr gute Lösung gewesen. Jetzt kommen natürlich die ganzen Besserwisser und sagen, MDF geht zwar, aber wenn da ein Tropfen Wasser drauf kommt, dann geht das direkt kaputt. Da habe ich einen Beweis für euch, dass das nicht der Fall ist. Könnt ihr euch noch an meine Schärfstation erinnern, die ich in einem vergangenen Video gebaut habe? Die habe ich auch aus MDF gebaut und da ist ungefähr schätzungsweise 10-mal schon Wasser, und zwar sehr, sehr viel Wasser oben von dem Schärfsystem, auf den Schrank gelaufen. So sieht das Ganze nach mehreren Wochen und Monaten Nutzung aus. Das ist jetzt nicht ideal, aber trotzdem ist diese Oberfläche hier immer noch sehr, sehr plan. Mir ist auch schon öfters Wasser hier drüber gelaufen und hier reingelaufen. Aber ihr seht, die Kante ist noch gut, das Ganze schließt noch. Und das hat mir so ein bisschen gezeigt, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Auch wenn da mal so ein bisschen Feuchtigkeit draufkommt, das geht nicht direkt kaputt. Liegt aber auch wahrscheinlich dran, dass ich es halt eben geölt habe. Und da habe ich so ein bisschen überlegt, komm, ich habe doch auch mal aus Multiplex etwas aus einer hölzernen Führung gebaut. War das gut oder war das schlecht? Tatsächlich nervt mich dieses Projekt jedes Mal und ich benutze es nicht gern. Ich zeige euch, worum es geht. Mein Unterschrank von der Säulenbohrmaschine. Hier habe ich das Ganze so gelöst, dass wir hinten längere Auszüge haben. Ihr könnt es zwar lange rausziehen, aber richtig cool ist es halt eben nicht. Vor allem, wenn man ein bisschen verhakt, dann läuft das Ganze nicht so gut. Und ihr seht, das ist nicht so das Gelbe vom Ei. Ich habe mir die ersten beiden Schränke angesehen und habe danach eine Zeichnung gemacht. Und ich war positiv überrascht, wie günstig das Material für dieses komplette Projekt heute sein wird. Denn ich bin bei ungefähr 136 Euro rausgekommen. Da war eine halbe Platte übrig. Das bedeutet, insgesamt habe ich 180 Euro an MDF für diese vier großen Unterschränke bezahlt. Und das ist sehr, sehr günstig. Natürlich kommen da jetzt die Vollauszüge dazu. Aber für diese 12 Vollauszüge habe ich insgesamt um die 160, 165 Euro bezahlt. Das bedeutet, eine absolute Win-Win-Situation. Vor allen Dingen sind Vollauszüge, finde ich, nicht zu vergleichen mit einem hölzernen Auszug, weil ein Vollauszug einfach ein Vollauszug ist. Und jetzt werde ich euch final das Projekt zeigen, wo das Ganze hingekommen ist, und das werdet die Werkstatt deutlich auf. Hier seht ihr das finale Ergebnis. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Projekt so ein bisschen Aufklärung schaffen und zeigen, wie man einfach Unterschränke baut, ohne dass man ein Heidenvermögen für bezahlt. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Und sag bis zum nächsten Video. Tschüss.